dass ich gesund bin, danke ich jeden Tag. Und das ist das grösste Glück, und dass die Familie alles den Frieden immer hat und ich schön habe mit meinen Kindern. Die Kundschaft hat sich schon etwas geändert, weil ja, wir sind ins Digitalalter gekommen. Natürlich habe ich junge und ältere, vom kleinsten bis zum grössten. Aber die einen, die heute frisch anfangen, fangen natürlich alles mit digital an. Es hat schon noch Leute, die analoge Anlagen haben. Und die können das nicht ändern, wenn sie über 100 Locken haben. Ich habe einen Big Boy und an dem habe ich natürlich Höhenstolz. Und meine Kundschaft kommen von allen Seiten, den schauen. Und das ist ein echter Dampf, das ist die grösste Lucke der Welt. Mein Mann hat angefangen, Eisenbändeln. Und dann haben wir gedacht, ja, wir machen da mal ein Lädchen auf. Und dann haben wir da einen bekommen. Und so sind wir dann auf die Modelleisenbahn gekommen. Kennengelernt habe ich meinen Mann im Hotelfach und er war sympathisch. Dann haben wir dann noch gleich geheiratet. Und dann ist mir das im Haushalt schon ein bisschen komisch vorgekommen. Voran habe ich so gut verdient und dann ist halt nur der Lob von meinem Mann reingekommen. Und dann hatte ich auch ein Kind, aber da hatte ich genügend Arbeit gehabt. Mein Mann ist 1971 tödlich verunglückt durch das grosse Zugunglück bei München bei Eitrang. Das war mit dem T-Zug. Da hatte es 28 Tote und da war mein Mann leider auch dabei. Und das war schon ein grosses Problem. Da haben wir gedacht, wie geht das weiter? Und das Geschäft in Zürich konnte ich dann weiterführen. Und das ist also auch sehr gut gegangen. Ja, ist das nicht grossartig? Ja, gut, dann kommen wir jetzt vorbei. Die Leute haben immer gesagt, sie sind immer gut aufgestellt. Und das freut die Leute, sie haben immer guten Humor. Und es geht mir auch gut. Danke.